das war das Interview mit Frau Steiner. Und jetzt kommt der Bundestagswahlabgeordnete der CDU, Herr Dr. Mittelberg. Los! Guten Tag, Herr Dr. Mittelberg. Sie sind von der CDU. Richtig. Ja, und ich fange einfach mal an. Wofür steht denn Ihre Partei? Ja, wir stehen zum Beispiel für die soziale Marktwirtschaft. Und soziale Marktwirtschaft heißt, dass wir Marktwirtschaft haben wollen, also Konkurrenz, Wettbewerb von Unternehmen, von verschiedenen Herstellern. Weil wir sagen, nur durch Wettbewerb gibt es immer wieder neue Produkte und die besten Produkte. Wir wollen aber nicht so einen entfesselten Wettbewerb oder nur Wettbewerb und nur Leistungsprinzip, sondern wir wollen auch Solidarität und sozialen Ausgleich. Alle sollen zum Schluss auch davon profitieren, dass wir diesen Wettbewerb haben und dass wir damit dann nachher wirtschaftlich erfolgreich sind. Davon sollen alle was haben. Aha, okay. Ist die CDU denn eher eine rechte, eine linke oder eine mittlere Partei? Ich glaube, dass diese Einteilung in rechts und links nicht mehr so richtig funktionieren. Wir sind in vielen eine konservative Partei, weil wir die Dinge, wo wir sagen, die sind uns wichtig, die sind vernünftig, zum Beispiel Familie, die wollen wir schon hochhalten und die wollen wir konservieren. Insoweit sind wir konservativ, aber wir sind auch in vielen Bereichen sehr innovativ, was etwa die Förderung von Umwelttechnologien oder überhaupt Umweltpolitik und Ähnliches betrifft. Und wir erkennen natürlich auch, dass Dinge zum Beispiel in der Familienumwelt sich verändern, dass Frauen heute einfach genauso arbeiten wollen wie Männer. Und da müssen wir darauf reagieren, beispielsweise bei Kinderbetreuung. Mhm. Was sind denn Ihre Ziele und was würden Sie gerne verändern? Ich bin ja vor allen Dingen, mache viel Wirtschaftspolitik und Arbeitsmarktpolitik. Also ich kenne mich besonders gut aus, was eben diese Themen angeht. Ich habe mich viel so um VW und Porsche und diese Dinge gekümmert, aber auch um Karmann hier in Osnabrück, aber auch um viele kleine und mittlere Unternehmen. Und von daher ist mein Hauptthema Arbeitsplätze. Wie sichern wir Arbeitsplätze und wie schaffen wir in Zukunft neue Arbeitsplätze? Und ich glaube, das ist auch das wichtigste Thema für uns in Deutschland. Denn wenn wir nicht einen Großteil der Menschen, möglichst alle in vernünftiger Arbeit haben, dann werden wir das alles, was wir uns so auch an Wohlstand leisten, nicht finanzieren können. Mhm. Und wer ist der Kanzlerkandidat oder die Kanzlerkandidatin der CDU? Das ist unsere Bundeskanzlerin, die Angela Merkel. Mhm. Was erhoffen Sie sich denn bei der Bundestagswahl und was halten Sie für realistisch? Für die CDU? Ja. Also unser Ziel ist, wir wollen schon in Richtung 40% gehen, ob wir das erreichen. Da kann man etwas skeptisch sein, aber das ist zumindest unsere Zielvorgabe. Wir wollen jedenfalls mit Abstand die stärkste Partei werden. Mhm. Ja, dann mach doch wieder mal. Ja, also wir würden gerne von Ihnen wissen, wie die Bundestagswahl funktioniert. Die funktioniert so, dass man zwei Stimmen hat. Mhm. Man hat nämlich eine Erststimme. Damit entscheidet man, wer hier in Osnabrück den Wahlkreis gewinnt. Das können aber eigentlich nur die Vertreter, sage ich mal, der größeren Parteien sein, weil die haben überhaupt nur eine Chance, die Mehrheit der Stimmen zu erreichen. Also sollte man seine Erststimme möglichst so konzentrieren, dass man einen Vertreter und eine Vertreterin der größeren Parteien wählt. Die Erststimme ist auch nicht bedeutend für die Mandatsverteilung, also für die Zahl der Parlamentssitze, die man dann nachher in Berlin hat, die die einzelnen Parteien da haben. Darüber entscheidet allein die Zweitstimme. Deswegen sagt man auch, meine Zweitstimme ist die Kanzlerstimme. Also das ist die eigentlich entscheidende Stimme, die nachher darüber entscheidet, wie viel Prozent die einzelne Partei jetzt hat im Berliner Parlament und wie viele Sitze die dann auch haben. Damit wird dann nachher wirklich entschieden, wie die Mehrheitsverhältnisse sind. Mhm. Und was für Möglichkeiten gibt es, wie die spätere Regierung aussehen könnte und wer könnte Teil dieser Regierung sein? Ja, also wir wünschen uns natürlich, dass die CDU Teil der Regierung ist, weil wir glauben, da wo die CDU Politik macht in Deutschland, läuft es auch ganz gut. Wo wir lange am Ball sind, wie in Bayern, in Baden-Württemberg, in Hessen beispielsweise und einigen Jahren auch in Niedersachsen, läuft es sehr gut. Und es läuft auch in vielen Fällen mit der FDP gut, weil wir mit denen auch wieder arbeiten können. Auch im Osten jetzt, wo FDP und CDU beide gut abgeschnitten haben, ist es das Bundesland, wo die Dinge eigentlich am besten laufen, auch bei der Bildungspolitik. Und deswegen wollen wir gerne Mehrheit haben aus CDU und FDP.
Und wenn das nicht zustande kommt, muss man dann sehen, der Wähler hat dann entschieden, ist eine demokratische Entscheidung. Und dann muss man grundsätzlich mit jedem aus jeder anderen demokratischen Partei auch bereit sein zu sprechen und grundsätzlich auch bereit sein zu kooperieren. Und können Sie uns erklären, was bzw. wen wir wählen? Also Kanzlerpartei oder Abgeordnete oder ja. Ja, also mit der Erststimme können Sie jetzt beispielsweise mich wählen oder Sie können einen der anderen Kandidaten, wenn die Ihnen besser gefallen, wählen. Aber den Wahlkreis eben gewinnen können wahrscheinlich nur die Vertreter der, ich sag das mal, der beiden großen Parteien, wahrscheinlich der Kollege für die SPD oder ich, einer von uns beiden mit dem Wahlkreis gewinnen und da müssen Sie